Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Rizzo ist heute bei sich im Garten und was gibt es Geileres im Sommer, als eine schöne, geile neapolitanische Pizza zu backen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ich den neapolitanischen Pizzateig mache. Das Rezept ist von meinem Freund Alessio aus Sizilien. Alessio, die Grüße gehen raus und auf geht's, schön, dass ihr dabei seid. So Freunde, das A und O für einen neapolitanischen Pizzateig ist natürlich das Mehl. Und ich verwende hier das originale Caputo-Mehl. Jeder italienische Pizzabäcker verwendet das Caputo-Mehl. Es ist ein Mehl mit einem hohen Glutenanteil, also 00 genannt. Und hat natürlich den Unterschied zu einem 405er Weizenmehl, wie man es hier kennt, mit dem höheren Anteil an Gluten, mit dem Klebereiweiß. Das Klebereiweiß im Caputo-Mehl hat um die 13%. Und bei uns im 4-5er Mehl sind es ungefähr 7-9% Kleberweißanteil. Das hat natürlich zur Folge, dass wir einen schönen elastischen Teig bekommen. Der Teig reißt nie und deswegen sollte man wirklich tatsächlich auch ein 0-0 Mehl verwenden. Gut, das Wichtige natürlich auch beim neapolitanischen Pizzateig ist die Teigruhe. 48 Stunden liegt der Teig tatsächlich in der Kühlung, um ihn dann ganz entspannt weiter zu verarbeiten. Und das zeige ich euch jetzt. So Freunde, also als erstes hier nehme ich 500 Gramm Caputo-Mehl. So, zu dem Mehl gebe ich natürlich hier schon das Salz dazu. In dem Fall bei 500 Gramm ungefähr so eine Handmulde. Jetzt brauche ich hier dazu 300 Milliliter Wasser. In dem Fall, ich nehme kaltes Wasser. Dazu brauchen wir natürlich etwas Hefe und hier braucht man natürlich nicht viel Hefe verwenden. Ich nehme in der Hinsicht 5 Gramm, die sind vollkommen ausreichend. Dazu noch sizilianisches Olivenöl. Da kannst du ruhig frisch rangehen. Frisch mit dem fetten Zoom auf die Plätze, fertig los. So Freunde, jetzt tun wir das hier richtig schön verrühren. So. Vermischt im Prinzip das Mehl mit dem Salz und gebt jetzt hier Wasser, Hefe, Olivenöl dazu. Salz habe ich extra jetzt nicht hier in der Flüssigkeit aufgelöst, weil das Salz natürlich den Trieb der Hefe unterbricht. So, erstmal schön hier verrühren und dann wird geknetet. Und das Ganze solltet ihr tatsächlich ungefähr 20 Minuten tun, damit sich der Kleber hier in dem Mehl so richtig schön entwickeln kann und entfalten kann, durch dieses Kneten auch. Ihr könnt das natürlich auch in einer Teigmaschine machen.
aber Kochen und Backen ist ein Handwerk. Deswegen darf man gerne auch die Hände dazu benutzen. Weil jetzt hier so richtig schön kompakt erstmal verknetet ist, wechseln wir auf unser Teigbrett. In Italien oder der Pizzaiolo nimmt da eher einen schönen Marmorstein dazu, um seinen Teig zu bearbeiten. So. Gebt noch ein bisschen Mehl dazu. So Freunde, wenn der Teig jetzt hier richtig schön verarbeitet ist, nehmt nochmal hier das Mehl dazu, schnappt euch die Schüssel. So, hier legt ihr den Teig rein. Dann schön mit einer Frischhaltefolie einwickeln. Und jetzt heißt es 48 Stunden schlafen gehen. Freunde, wie es weitergeht, das zeige ich euch im nächsten Video. Und wenn euch das Video gefallen hat bis dato, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um natürlich keine weitere Folge zu verpassen. Also, lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.